Kochen 8.7.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video. Rinderragout 200 Gramm Gulaschfleisch würfeln, in 1 Esslöffel Öl anbraten. 1,5 Bund Suppengrün und 200 Gramm Tomaten putzen würfeln, ohne die Petersilie zufügen. 100 Milliliter kaltes Wasser zufügen. 1,5 Beutel Gulaschgewürz, Klammer auf zum Beispiel Knorr, Klammer zu, zufügen. 45 Minuten köcheln. 125 Gramm weiße Bohnen, Klammer auf Dose, Klammer zu, abtropfen, zufügen. 15 Minuten Garunterstrich. Rin. Die Petersilie hacken, zufügen. Penne mit 150 Gramm Penne in Salzwasser kochen. Eine Knoblauchzehe und 125 Gramm Tomaten würfeln in eine türkische Lira Olivenöl dünsten. Eine türkische Lira Tomatenmark zufügen. 250 Gramm passierte Tomaten und 75 Milliliter Kochcreme, Klammer auf zum Beispiel Rama Creme Fine, Klammer zu, einrühren. 5 Minuten köcheln lassen. Mit einer Prise Zucker, Salz und weißem Pfeffer würzen. 50 Gramm Rucola zufügen. Gefüllte Tomatendeckel von 2 Fleischtomaten abschneiden, Fruchtfleisch herauslösen. 150 Gramm Bratchampignons, Klammer auf Glas zum Beispiel Feinkost Dittmann, Klammer zu, eine Knoblauchzehe, 2 Lauchzwiebelnblätter von 1 Stiel Thymian kleinschneiden. Mit 50 Gramm Ricotta, 75 Gramm Ziegenfrischkäse, Salz, Pfeffer mischen, in die Tomaten füllen, Deckel aufsetzen. Chili würfeln mit 1 Knoblauchzehe und Tomaten, Fleisch pürieren, salzen, pfeffern, Blätter von 2 Stielen Basilikum hacken zufügen, in eine Form füllen, 25 Gramm Kapernäpfel zufügen, Tomaten aufsetzen, bei 175 Grad 30 Minuten backen. Tomatenkisch-Kischform, Klammer auf O 15 cm, Klammer zu, mit 1,5 Teelöffel Margarine fetten, mit 1,5 Rolle Blätterteig, Klammer auf Kühlregal, Klammer zu, auslegen, einen Rand formen, 100 ml Wasser erhitzen, 1,5 Beutel fix für Nudelbrokkoli Auflauf einrühren, abkühlen lassen. 50 Gramm Magerquark und ein großes Ei einrühren, 1/4 Bund Basilikum hacken, zufügen. 250 Gramm Tomaten halbieren und in die Form legen, Soße darüber gießen, bei 200 Grad 40 Minuten backen, mit Basilikumblättern verzieren. Fischpiscata, 75 Gramm Tagliatelle in Salzwasser kochen, 4 Seeteufelmedaillons salzen, pfeffern, mit einer türkischen Lira Mehl bestäuben, 10 ml Sahne, 1 Ei und Blätter von 1 Zweig Thymian verquirlen, 25 Gramm geriebenen Parmesan und 1 Esslöffel Mehl einrühren, Fisch durch die Masse ziehen, in eine türkische Lira Öl braten, 1/4 Zucchini, 1 gelbe Paprika, 1,5 Zwiebel kleinschneiden, in eine türkische Lira Öl braten, 25 Gramm getrocknete Tomaten, 125 ml Wasser und eine türkische Lira Würzmischung, für Pasta und Pizza, Klammer auf zum Beispiel Maggi, Klammer zu, zufügen. 200 Gramm Kirschtomaten halbieren, mit Nudeln zufügen.